jetzt, wo es nach so langer Zeit endlich wieder ein Manga von mir gibt, das fühlt sich wirklich toll an. Die Leute haben unheimlich lange gewartet und ich natürlich auch. Also ist die Spannung über die Zeit sehr gestiegen und ja, ich denke, alle sind erleichtert, ich auch, dass es raus ist. Und es kommt unheimlich gut an gerade und ich bin total überwältigt und ich bin super froh. Für Boys Love habe ich mich entschieden, weil, naja, in Deutschland gibt es eine unheimlich große Fanbase für Boys Love, was ziemlich einzigartig ist. Also, naja, es verkauft sich halt ganz gut, das ist einer der Faktoren gewesen. Ich selber habe eigentlich früher auch sehr viel Boys Love gelesen und ja, da war das einfach eine natürliche Wahl. Die Inspiration zu der Story kam eigentlich daher, dass ich selber ein sehr großer Punk- und Metal-Fan bin und also die Punkrock-Bewegung fand ich sowieso sehr interessant an sich und da dachte ich, ja, dann kann ich ja eigentlich das mit, also meine eigenen Vorlieben mit dem Genre verbinden, das ich mir ausgesucht hatte. Und ja, ich weiß nicht, ich habe also versucht, auch ganz viele Dinge einzubauen, die mir selber persönlich gefallen und die mir in dem Genre fehlen. Und dadurch, glaube ich, ist es ein bisschen anders geworden als der Großteil. Also Crash and Burn ist in dem Sinne anders, weil also im Boys Love Genre gibt es ganz viel so Romanze und es wird halt irgendwie, es ist sehr emotional und sehr sanft und für Mädchen eben hergestellt. Und in meinem Fall, also Crash and Burn ist da anders, weil es eher grob und ja, ein bisschen wilder zugeht und eher untypisch ist. Es sind eben zwei Kerle, die sich ständig aneinander geraten und zwar nicht liebevolle Art und Weise. Und ich wollte das mal ausprobieren einfach, weil ich dachte so, ja, das sind halt zwei Männer und die würden sich bestimmt ständig in die Wolle kriegen, weil die sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und ja, ich weiß nicht, es fällt, glaube ich, aus dem typischen Boys-Love-Rahmen sehr raus. Die zwei Hauptfiguren, Tyler und Kyle, die sind sehr unterschiedlich und der Grund dafür ist eigentlich, dass es ist eine sehr persönliche Geschichte, das heißt, es sind eigentlich mir sehr naheliegende Sachen und zwar ist der Kyle jemand, der im Leben also sehr viel Auswahl hat, er geht zur Uni und er weiß nicht so ganz, was er mit seinem Leben machen soll und andererseits gibt es Tyler, der keine Wahl hat und eben nur Musik für sich hat und das ist so sein einziges, ja, seine einzige Chance im Leben und er verfolgt das zielstrebig und diese beiden treffen eben aufeinander und da gibt es eben Konflikte und das ist halt bei mir ähnlich gewesen, nur dass es nicht mit Musik, sondern mit der Kunst war und es ist halt nicht sehr einfach als freischaffende Künstlerin, ja, den Lebensunterhalt zu verdienen und so und man stößt halt auf verschiedene Barrieren, ne? Und so ähnlich geht es diesen beiden Figuren und ich wollte eben etwas haben, was sehr kraftvoll ist. Dieses Aufeinanderstoßen ist halt sehr emotional und das habe ich versucht irgendwie einzufangen. Ich habe ja zu Tyler auch ein extra Kapitel gezeichnet über seine Vergangenheit und das habe ich deswegen gemacht, weil er fing ursprünglich als Bösewicht an, also er war eigentlich der Antagonist der Story gewesen und nach, als sich das Ganze ein bisschen mehr entwickelt hat, ist er einfach immer komplexer geworden und auch seine Wutausbrüche und so. Ich habe mich dann sehr viel mit Psychologie einfach beschäftigt und wie Leute eben dazu kommen, dass sie sich so entwickeln, wie er nun ist und ich fand, es war wichtig, zu zeigen, woher er kommt und warum er so ist, denn an sich ist er ja eigentlich ein sehr unangenehmer Mensch und ich möchte auch nicht, dass Leute denken, so, ja, also so benehmen wir in Ordnung oder so, er weiß auch, dass es nicht in Ordnung ist, nur er hat sich eben nicht unter Kontrolle und ich fand, es war einfach ein schöner Einblick, dass man ein bisschen mehr sympathisiert für jemanden, der eigentlich ein recht, ja, so ein Anti-Held ist. Ich denke, es ist ein wenig ungewohnt. Manche Leute kennen gar nicht so meine düsteren Geschichten. Also ich habe ja sehr viele lockere, lustige Sachen auch online. Der Grund, warum ich mal eine ernstere Story geschrieben habe, ist, weil, naja, ich liebe halt dramatische Stories gerne. Also mein Lieblingsmanga ist auch Berserk und das ist einfach nur tragisch und so. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber da habe ich so eine Faszination für. Und naja, ich wollte auch mal was anderes machen. Also dieses Lockere und so mag ich zwar, aber naja, die letzten paar Sachen waren halt ein bisschen netter. Und ich weiß auch nicht, irgendwie verfalle ich dann doch wieder ins Drama rein. Und es gefällt mir eigentlich ganz gut und ich hoffe, dass es anderen auch gefällt.